schön, dich zu Hallo. sehen und zu hören. Cool. Wow, das ging schnell. Ja, gestern hat es irgendwie so lange gedauert, ne? Aber jetzt ging es schnell. Schön. Voll schön, dass du ja, dass du auch diese Möglichkeit oder diese auch Frage von mir, dass du mich interviewst, dass du das angenommen hast, freue ich mich sehr. Und Sehr, sehr gerne. Es ist auch eine Premiere von mir, in der Rolle der Interviewerin zu sein. Für dich ist jetzt auch anders. Du hast jetzt, glaube ich, 2 Wochen lang immer Leute interviewt jeden Tag. Und jetzt bist du heute in der gegensätzlichen Rolle. Sehr schön. ja, es fühlt sich auch noch ein bisschen komisch an. Ja, ich weiß gar nicht, was du jetzt gerade schon gesagt hast, aber ich glaube, ich stelle dich einfach mal ein bisschen vor, oder? Sehr gerne. Also, ihr kennt Anna ja alle schon ein bisschen, sonst wärt ihr ja nicht auf ihrem Profil. Aber ich sage einfach nochmal aus meiner Sicht so ein bisschen was zu Anna. Also Anna ist integrale Coach, sie ist Mutter, war, glaube ich, früher Lehrerin und ist einfach so ein Herzensmensch. Und wir hatten auch so eine Herzensbegegnung. Wir haben uns vor ungefähr 1,5 Jahren kennengelernt bei einem Seminar. Und ihr kennt das bestimmt, mit manchen Menschen ist es so, da ist man so ein bisschen so wie so Katzen, man schleicht erst so umeinander herum und ist so, mögen wir uns? Und bei manchen Menschen ist es sofort klar, da ist einfach direkt so eine Verbindung da. Und so war das irgendwie mit dir, dass ich direkt wusste, oh, ich mag dich und du hast irgendwie auch so ein offenes Feld, so ein offenes Aurafeld. Ich finde es total schön und einfach, sich mit dir zu relaten, weil ich auch direkt gespürt habe, du bist in deinem Herzen, du bist in deiner Liebe und du bist offen. Und es war so eine ganz schöne Begegnung mit dir damals. Wow, danke schön, Malu. Ja, Ja. also auch das Gespür, das war auch, da bin ich auch meinem Herzen gefolgt, wenn ich jetzt frage, der mich interviewt oder auch alle Menschen, die jetzt hier in dieser Interviewreihe dabei waren. Es war auch so von innen heraus einfach eine Wahl des Herzens, möchte ich sagen. Und Ja. dass wir das jetzt hier zusammen machen. Sehr Sehr schön. schön. Ja, und magst du dich noch mal vorstellen? Wie würdest du dich selbst vorstellen? Was ist wichtig über dich zu wissen? Ja, jetzt bekomme ich die Frage gestellt. über mich zu wissen. Ich glaube, ich bin ein sehr vielseitiger Mensch oder mit vielen Interessen und auch schon mit vielfältigen Erfahrungen. Zumindest fühlt sich das für mich so an, in meiner bis zum jetzigen, ich bin jetzt 34 Jahre alt und ich habe einfach manchmal das Gefühl, ich habe schon ziemlich viel so an Facetten gesehen in meinem Leben, die mir am Ende wirklich die mich geprägt haben oder auch geformt haben zu dem, die ich auch super wirklich heute bin. Und ganz klassisch, ja, ich bin, mein Name sagt das vielleicht schon, Anna Jeremirova, also der ist russisch von meinem Vater, der ist aus, also gebürtiger Russe. Und das heißt, ich bin auch noch in Leningrad, damals Sowjetunion, geboren. Meine Mutter kam nach in die Sowjetunion zum Studium als DDR-Sowjetunion-Austausch. Also sie ist Deutsche und das heißt, ich bin von relativ früh an mit 2 Sprachen wirklich Kontakt gewesen und auch mit 2 Kulturen natürlich und alles, was dazugehört an irgendwie Vorstellung, Mindset und dass es eben nicht nur eine Art zu leben gibt, eine Art, die quasi existiert oder die richtig ist und später sind wir dann nach Deutschland gezogen, nach Sachsen. Dort habe ich dann, genau, einfach meinen ganzen in die Schule gegangen und so weiter. Habe dann im Studium in Leipzig auf Lehramt studiert, weil ich eigentlich total gern Sport gemacht habe. Darüber kam ich dazu, Sport und dann auch Russisch, bis ich dann in der Schule auch wirklich gearbeitet habe in Dresden, wo ich jetzt wohne. Und dann irgendwann aber gemerkt habe, das war, also gemerkt habe ich schon vorher, aber vor eigentlich erst vor einem halben Jahr. Ja, genau. Vor einem halben Jahr habe ich dann in der Schule aufgehört zu arbeiten, weil ich da gesagt habe, jetzt folge ich wirklich meinem Herzensweg und setze das auch um, indem ich mich selbstständig gemacht habe und jetzt da beratend, begleitend wirklich mit dem, was ich sonst noch zu geben habe, anderen Menschen unterstützen möchte, inspirieren möchte. Genau. Und das in Freude. Schön. Sehr schön, danke. Was würdest du sagen, was war so der Punkt, wo es bei dir so richtig losging mit der Transformation? Oder warst du da irgendwie schon immer drin? Hast du das schon mitgegeben bekommen von deinen Eltern? Oder gab es da irgendwie so einen Punkt, wo irgendwas
Ja, meistens ist es ja so, dass irgendwas Schlimmes passiert, dass man in einer Krise ist und dann merkt, okay, irgendwie so die Antworten der Mainstream-Gesellschaft helfen mir gar nicht weiter oder nicht genug weiter. Und dann macht man sich so auf die Suche, wie war denn das bei dir? Ja, also ich kann jetzt zumindest nicht so irgendwie zwei, drei große Krisen in meinem Leben benennen, weil ich glaube, dafür waren es eigentlich viel zu viele. Kleinere und große am Ende. Und das war quasi immer, das waren so wie kleine Meilensteine auf meinem Weg, die mich dann wieder verändert haben. Und angefangen hat es wirklich, ich glaube, einfach durch die Erfahrung, dass ich als Kind schon, als Kleinkind, also wir haben damals zu viert in einer Wohnung, in einem Zimmer gewohnt, von meinen damaligen Oma und Opa, also in Russland. Und es war quasi sehr dicht alles und auch eine ganz schlechte Kommunikation. Und also, dass es so einen Unterschied gibt, damit bin ich aufgewachsen zwischen Armut und Reichtum auch. Dafür ist für mich auch dieses Land Russland. Also, da gibt es so eine Kontraste, die habe ich damals in Deutschland nicht wahrgenommen. Und es war für mich wirklich Horizont erweiternd zu spüren, okay, krass, meine Mutter ist wirklich jede Woche 30 Kilometer einen Weg mit dem Fahrrad gefahren, um Obst und Gemüse von meiner russischen Uroma zu holen, für uns zum Anbauen. Davon über die Hälfte hat sie wieder abgegeben an ihre Schwiegermutter. Und also wir hatten wirklich ganz wenig Geld so. Und dann aber auf der anderen Seite wirklich über die Zeit, nach dem Zerfall der Sowjetunion und so weiter, wenn ich jedes Mal zurückgeflogen bin mit meinem Bruder in den Sommerferien zu meinem Vater, der dann schon damals nach Russland wieder zurückgegangen ist, zu spüren, wie sich Russland verändert, das war so sprunghaft nach einem Jahr, immer fällt einem das noch mehr auf. Da gab es dann auf einmal McDonald's dort und so eine Marken, so die es vorher halt nur im Westen in Deutschland so ich gesehen hatte. Und das war für mich, boah, krass. Und die Leute können sich jetzt Sachen leisten und ich glaube, dazu kommt, bei mir ist es noch so, von der wirklichen Armut ein Stück weit, bis hin zu meiner russischen Tante, die ist heute steinreich. Ich weiß nicht, die habe ich damals mit 14 Jahren in New York besucht, weil sie dort auch gelebt hat, gearbeitet hat. Heute in Moskau. Also das sind wirklich, die haben Chauffeur, die haben Bodyguards, die haben, also das ist eine komplett andere Welt. Und da, ja, da merke ich einfach, boah, krass, aber so wie auch die Entwicklung gehen kann, nicht unbedingt gleichwertend, aber es kann für mich, ich würde es gerne nicht für mich so wollen, ne? Also, und es hat mir einfach gezeigt, wie unterschiedlich wir leben, also auch gesellschaftlich geholfen, Menschen vielleicht weniger danach zu beurteilen, was sie im Außen für eine Rolle haben, vielleicht, ja, weil das noch nicht so viel sagt über sie. Mir geholfen, einfach mit Menschen in Kontakt zu sein, auch als Kind schon, dann hatte ich das erste Mal, also quasi am Ende gedolmetscht im deutschen Kindergarten, ne? Als dann ein russischer Junge kam und der konnte nur Russisch und habe da angefangen zu erklären, ja, also er hat gefragt, und wo ist das Brot zum Essen quasi? Und ich habe dann gesagt, hier gibt es kein Brot dazu. Also ich habe quasi nicht nur gedolmetscht, sondern auch Kultur vermittelt, weil in Russland gibt es traditionellerweise immer Brot zu jedem Essen dazu. Und so war das. Dass irgendwie meine Wahrnehmung an Leben, also dass immer größer wurde. Ja, also bis hin zu, als ich eben mit 14 dann alleine nach New York geflogen bin, extra mein russischer Opa eingeflogen kam. Und also das erste Mal bewusst auch schwarze Menschen um mich herum so viele hatte, mitten in Manhattan war, auch sogar auf dem World Trade Center stand. Und dann im gleichen Atemzug da die Straße lang lief und da war eine Frau, auch dunkelhäutig, in einem schwarzen Müllsack verkleidet. Also nur das hatte sie an, hat gebettelt, hat irgendwie was Wirrwarr erzählt, vielleicht drogenabhängig, keine Ahnung. Und daneben liefen Menschen in geschniegelt und in schwarzen, richtig knitterfreien Anzügen vorbei. Und das waren einfach alles so Erlebnisse, die haben mich halt, ja, wahrscheinlich nachdenklich gemacht, worum es im Leben geht. Also was zählt, so das für mich dann auch erkennen. Und deshalb, ich war schon ja in einigen Ländern und das macht mich, glaube ich, auch aus, dass ich mich dafür interessiere, dass was es für andere Kulturen gibt und was am Ende ja das Verbindende ist zwischen uns Menschen. Also auch wenn wir uns sprachlich vielleicht nicht verstehen oder irgendwie nur mit Händen und Füßen, aber dass es trotzdem etwas gibt,
in mir und auch in dem Gegenüber, was sich versteht und was eine Bereicherung sein kann, ne, für uns beide. Ja. Ja, spannend. Das finde ich auch super spannend in Russland. Ich war auch einmal in Russland, ich habe in der Schule Russisch gelernt und da hatten wir so einen Schüleraustausch und ich war damals auch, ich glaube, ich war 15 oder 16 und du hast jetzt schon gesagt, es hat sich verändert, aber wenn man es jetzt mit Deutschland vergleicht, das ist schon einfach immer noch, es ist jetzt nicht so wie irgendwie, wenn man in Frankreich ist, sieht auch eigentlich alles fast genauso aus wie hier. Ne? Russland ist schon ein krasser Unterschied. Ich war da auch in so einem kleinen Dorf, Gatschina, und fand es da auch unglaublich, wie da einfach so Gegensätze aufeinanderprallen. Einfach das generelle Bild ist so eine krasse Armut, auch wie Straßen aussehen, wie alles ist. Und dann so diese Zarenkultur, die es gab, worauf alle auch immer noch so stolz sind. Dann diese prunkvollen Schlösser. Und es gab auch so ein ganz einprägsames Erlebnis. Da hat so eine ganz ärmlich aussehende alte Frau, irgendwie meine Austauschschülerin im Bus, irgendwie einen Apfel und irgendwas anderes geschenkt. Und sie war irgendwie total glücklich, obwohl sie so arm war. Und für meine Austauschschülerin war das auch völlig normal, dass sie ihr diesen Apfel schenkt. Und da dachte ich noch so, irgendwie in Deutschland in einem Bus wäre mir das nicht passiert, dass mir eine ärmlich aussehende alte Frau irgendwie einen Apfel schenkt. Und ich dann sage, ja, cool, danke für den Apfel. Das ist echt irgendwie spannend, da wirklich große Unterschiede zu beobachten. Ne? Also ich finde, das ist immer was anderes als jetzt so diese ganzen, die ganzen üblichen EU-Staaten sozusagen. Ein großer Unterschied, das stimmt. Das kann ich mir auch vorstellen, dass sich das irgendwie weitergemacht hat, ne? Und dass du einfach dadurch schon nicht so einen kleinen Horizont hattest, wie man jetzt vielleicht hat, wenn man nur mit einer Kultur aufwächst und in einem Land, so ganz klar. Ja. Ein Dorf, Leben lang fast, ja, oder die ersten 20 Jahre. Ja. Und was ich, glaube ich, auch noch sehr eben mit Russland oder meinen Erfahrungen damals verbinde, ist halt einfach auch diese Weite in der Natur. Also die Stücke, Ja. damals sogar auch schon, da bin ich echt dankbar dafür, miterleben durfte, weil meine Mutter ist also ursprünglich Geologin und das heißt, sie ist dann immer auch auf Expedition gegangen und hat mich damals als zweijähriges Kind mitgenommen. Und da waren wir wirklich einen Monat komplett in der Wildnis. Und das heißt, da gab es mich, meine Mutter, noch eine Arbeitskollegin, die quasi mit dem Hammer einfach draußen den ganzen Tag verbracht haben, Steine geklopft haben. Und es gab einen Hund und es gab einen See in der Nähe, wo wir quasi auch dann Wasser hatten und wir hatten wie so einen Mini-Block, also Holzhütte. Und das einfach so eine Zeit in der Natur, wirklich nichts, da gab es keine Wege oder irgendwas. Also es gab auch natürlich Bären in der Nähe und also bis hin zu meinem russischen Opa, der auch Geologe war, der wirklich die Erfahrung und Begegnung auch mit einem Braunbären in der Natur hatte und er sogar diesen, das finde ich auch krass, erschießen musste, weil die wirklich in Lebensgefahr waren, die waren zu zweit. Und also so Wow. eine wirkliche Abgeschiedenheit, die es halt hier in Deutschland ja wahrscheinlich kaum noch gibt. Ich habe es zumindest so nie erlebt. Und das ist so eine tiefe Verbindung auch zur Natur und auch so eine Art zurückgeworfen sein auf mich selber. Okay, was mache ich jetzt hier? Also wie so ganz essentiell. Also worum geht es im Leben? Was habe ich für Werte? Ja, wie will ich mein Leben gestalten, wenn es mir lieb ist, ja? Also wenn es jeden Moment auch zu Ende sein kann. Diese Erfahrung auch mit, was ist denn jetzt, also auch bewusst als Übung zum Teil habe ich es auch gemacht, schon auch in der Ausbildung, dann zu schauen, okay, was wäre, wenn ich jetzt noch eine Woche zu leben hätte? Was würde ich dann tun? Und ja, was wäre mir lieb, dass ich das unbedingt noch mache? So, oder wie ich quasi dann mich vom Leben verabschieden möchte. Also das schärft, glaube ich, nochmal so richtig den Blick auf die Dinge, mehr auch in der Freude zu sehen, den Fokus darauf zu haben, was wir alles an Geschenken haben, an lieben Menschen in unserem Umfeld, aber auch ganz simpel materiell, ja, also eine Wohnung, Wärme, Wasser, Dach über dem Kopf, so ganz einfach, dass wir ja gesund sind und dass wir ja einfach auch das Leben an sich als Geschenk sehen. Und vielleicht eine Story dazu, also die mir wieder hochkam, bevor wir das Interview hier gestartet haben, ist, ich hatte, weiß ich, glaube ich, schon mehr,
also einige zumindest, so eine Erfahrung, wo ich das Gefühl hatte, boah, jetzt kann es echt jeden Moment zu Ende sein. Und eine war damals als Kind auch, da war ich, weiß ich nicht, 6 oder 7 Jahre wahrscheinlich. Und da sind wir in einem Fischerboot unterwegs gewesen von einer Halbinsel, wo wir ganz auch 3, 4 Wochen verbracht haben in Russland. Und da waren wir damals zu klein, um diesen ganzen Weg zurücklaufen zu können. Und das heißt, wir wurden von dem Fischer abgeholt und Rückzug zum Festland quasi. War es aber so, dass dann ein großer Sturm kam und wir mitten in der Nacht dann schon aufbrachen. Und also am Ende war die Geschichte so, dass wir da unten lagen, also meine Mutter in der Mitte, links mein Bruder, rechts ich, mit einer Plane und dann mein Vater noch und der Fischer. Und der Motor ging dauernd aus und es war ein krasser Sturm. Und ich habe also wirklich das Gefühl, wir konnten jetzt hier einfach jeden Moment kentern und dann, weiß ich nicht, ich konnte da noch nicht schwimmen. Also Schwimmbad gab es auch nicht. Also das war schon so ein Gefühl von, also da habe ich das erste Mal, soweit ich mich erinnere, gebetet, dass wir bitte das schaffen. Genau. Also, und das war so ein Moment, ne? So. Und später, komischerweise, wieder mit dem Element Wasser, habe ich mich auch in so eine eigentlich ziemlich dumme Situation gebracht. Da war ich schon erwachsen, so Mitte 20, und mit meinem damaligen Freund sind wir Kajak gefahren, sozusagen auf dem Fluss. Ich war damals noch nicht irgendwie so versiert, dass ich mich mega stabil immer halten konnte, und da kam quasi ein Wehr, was ich viel zu spät gesehen habe. Und ich bin quasi wirklich da runtergefahren. Das kann man machen, wenn man das Gleichgewicht gut halten kann. Das heißt, das war schon ein Weg frei. Aber ich bin dann quasi voll gekentert. Und in dem Moment, ich hatte das vorher noch nicht, keinen irgendwie Kurs gemacht. Okay, was tue ich in so einer Situation wirklich? Und das quasi schon mal im Trockenen geübt oder irgendwie im flachen Wasser oder so, sondern es war dann wirklich so ein, okay, intuitiv. Krass, ich muss hier raus. Also ich war wahrscheinlich eh schon fast halb rausgefallen, aber was so bildhaft wirklich dieser Moment mir gezeigt hat, ich muss mich fallen lassen. Das Einzige, wie ich jetzt hier rauskomme, ist, da ist ja oben dieser Wirbel. Und wenn man oben bleibt, schiebt es einen immer wieder zurück. Und das ist natürlich so eine Power. Das ist wie beim Meer. Vielleicht kennt ihr das, wenn die obere Schicht quasi das fließt zum Ufer hin und unten zieht es einen manchmal die Beine wieder weg Richtung Meer rein. Das ist quasi diese, wie so ein Rücklauf, Fluss vom Wasser. Und erst da musste ich mich quasi so tief fallen lassen, also quasi auch die Luft rauslassen, mich entspannen, irgendwie wie so zusammenkauen und dann erst kommt man langsam runter, sodass man mit diesem Rückfluss raus, der sich rausgespült wurde. Und das war so. Also das war auf jeden Fall länger als 30 Sekunden. Und das war auch so ein Moment, boah, krass, ja. Eigentlich muss ich alles loslassen. Also alles, was ich habe, das ist das der einzige Weg, so krampfhaft an irgendwas festzuhalten, an irgendwas Altem, mit der Angst, dass ich das verliere. Das, glaube ich, das hatte ich dann Stück für Stück immer wieder mal so in Momente. So dass ich, das ist nicht, dass es mir jetzt leicht fällt, immer auch von Altem loszulassen, ja, oder auch von Erwartungen, die ich habe, bewusst oder unbewusst, dann die zu erkennen und auch wirklich, also das ist trotzdem immer noch ein Prozess für mich, aber mittlerweile ist es halt einfach viel schneller, dass ich dann erkenne für mich, okay, das ist eine Erwartung, ich habe mich damit identifiziert und es ist okay, der andere meint es vielleicht nicht persönlich, ja, oder das hat nichts am Ende mit meinem Kern zu tun, mit meinem Wesen, dass ich trotzdem wertvoll bin. Und dann loszulassen, also quasi das Alte, dass es auch zusammenbrechen darf, dass dann auch wieder was Neues entstehen kann. Ja. Das war jetzt für mich ziemlich emotional. Ja, wow. Das heißt, du hattest echt schon so mehrere Nahtoderfahrungen, ne? Und hast da auch ganz viel irgendwie gelernt. Irgendwie einerseits dieses Fallenlassen, dass es nichts bringt, in so einem Moment dich festzuhalten, weil es einfach, weil du dich fallen lassen musst, damit du da durchkommst, ne? Und das ist, finde ich, total powerful, diese Erkenntnis. Das ist echt unglaublich schön. Ja, und natürlich die Freude dabei, ja, also am Ende das vielleicht auch nochmal, boah, cool, es hat geklappt, ich habe es geschafft, also, ne, so Ja. diese
auch das Gefühl von Selbstwirksamkeit irgendwie mit dem Weg oder mit dieser Einstellung, dann auch mit dieser Erfahrung erfolgreich, so für mich zumindest erfolgreich gewesen zu sein. Cool, ich bin am Leben geblieben oder ich habe danach auch wieder anders Freude gefunden, ja, auch wenn jetzt vielleicht in der Partnerschaft das nicht so geklappt hat, wie ich es mir gewünscht hätte, aber zu merken, okay, es gibt auch andere Menschen, mit denen ich genauso auch diese wieder was Neues aufbauen kann quasi oder auch diese Verbundenheit spüren kann. Also Ja. Und vielleicht auch so ein bisschen dieses Gefühl, wenn ich das geschafft habe, dann schaffe ich auch alles andere. Ne? Und so diese kleinen Anxieties, die man so im Alltag hat. Ich schaffe dieses nicht, ich schaffe jenes nicht. Ne? Das entkräftet das einfach so ein bisschen. ja, genau. Das ist dann, das hilft natürlich, also dann immer sehr, wenn ich mich dann kurz besinne sozusagen und denke, warte mal, also in Relation ist das jetzt echt machbar und Ja. eine Herausforderung. Auch wenn ich aufgeregt bin und das darf jetzt sein. Ja. Aber im Kern habe ich anderes schon geschafft und dann schaffe ich das auch locker. Ja, das stimmt. Und dann auf der anderen Seite habe ich gerade auch so ein bisschen rausgehört, dieses Gefühl, wenn du jeden Moment sterben kannst, dann macht es auch keinen Sinn, einfach deine Zeit mit irgendwas zu verschwenden, wo dein Herz nicht wirklich 100% drin ist, ne? Ja, das stimmt. Und da fällt mir auch, ja, das ein, was ich vielleicht auch nochmal teilen möchte, ist auch wird so ein Punkt, du hast ja am Anfang gefragt, der nochmal was verändert hat, das ist wirklich einer, den möchte ich teilen, dass ich in meiner 7-jährigen Beziehung, und ja, wir haben auch zusammen 2 Kinder, dass ich dann, es war sozusagen so, dass wir so weit waren, dass wir heiraten wollten, zumindest das beschlossen haben. Und das ist wirklich wie in so einem Film. Und in letzter Minute, das heißt, wir hatten schon die Einladungskarten geschrieben, wir hatten schon einen Termin und so weiter. Und ich dann ein Feedback kurz von einer Freundin bekommen habe, okay, cool. Also ihr wollt jetzt echt heiraten, ihr wollt es machen. Hut ab. Auch weil sie wusste, dass es schon immer mal, sag ich mal, Konflikte gab oder Schwierigkeiten innerhalb unserer Partnerschaft. Sie war so ein bisschen eingeweiht und hat dann gesagt, aber ihr wisst ja eh, dass es keine Hochzeit ist, eine Garantie oder es gibt keine Garantie für irgendwas so. Und ich habe das so in dem Moment, ja, das kriegen wir jetzt hin, das weiß ich und so ein bisschen wie abgetan vielleicht. Und dann habe ich aber gemerkt, wie das irgendwie in mir doch was voll getriggert hat und in mir was resoniert hat mit dem, was sie gesagt hat. Es gibt also nicht, ja, keine Hochzeit kann irgendwie Sicherheit bieten. Und das hat dann so einen Nährboden in mir gefunden, dass ich dann ein paar Stunden später wirklich heulend für mich im Bett lag und gemerkt habe, boah, krass, was mache ich eigentlich? Und wenn ich, also ich habe mir eigentlich immer schon so für mich geschworen oder inne ganz tief auch gewusst, wenn ich jemals überhaupt heiraten möchte, dann aus ganzem Herzen. Und das kam dann so ganz schön hoch und habe dann so, das wusste ich sofort, nee, es ist nicht aus ganzem Herzen. Das ist es nicht. Und dann kam noch mehr hoch, dass eigentlich noch tiefer, tiefer liegender der Wunsch war, die Beziehung an sich sogar zu beenden, weil es so kraftvoll, so energiezehrend sich schon angefühlt hatte, sodass ich das dann auch gemacht habe nach so vielen Versuchen vorher. Und Wow. das war wirklich so ein Wendepunkt, der kam dann auch ziemlich schnell eben. Aber ab da würde ich sagen, also da habe ich wieder mehr mein Herz gespürt und mich auch getraut, darauf zu achten und darauf zu hören und es auch mehr und mehr zu leben. Seitdem fühle ich mich viel lebendiger, viel mehr mit mir verbunden und mutiger auch. Also es ist nicht so, dass es immer nur positiv im Sinne von für andere, also dass alle um mich herum einer Meinung sind natürlich, sondern es gibt auch Menschen, die das nicht verstehen vielleicht und dass ich aber irgendwie damit, weil ich wirklich mehr verbunden bin jetzt aus meinem Herzen heraus, diesen Widerstand im Außen leichter auch, ja, den ertragen kann leichter oder halt auch einfach, ja, mich gar nicht mehr so berührt, ja, also dass ich mich darüber nicht einschüchtern lasse vielleicht und so wie es halt vorher auch viele Jahre war, auch in der Beziehung, was mich zusammengehalten hat, waren hauptsächlich die Strukturen im Außen.
Also der Alltag, der getaktet war, oder irgendwelche Termine, Deadlines von der quasi Arbeit her. Also vieles, was so in ja, Reaktion war von mir. Ich habe das Leben quasi reaktiv eher gelebt und nicht aktiv für mich gewählt und bestimmt und beeinflusst. Und ja, das war so ein Moment. Der hat quasi das geschiftet von mehr in diesem Opferbewusstsein und was alles mir passiert. Und dann war es halt mehr so, okay, jetzt muss ich echt die Verantwortung übernehmen. Wenn ich auch mit meinem Herzen entscheide, dann übernehme ich ja irgendwie auch automatisch und auch gerne die Verantwortung. Und Ja. damit bin ich dann, würde ich sagen, auch Stück für Stück gewachsen Ja, mit voll dem. schön. Das ist ja auch einfach viel leichter, mit einem Menschen irgendwie zu spielen, den zu verunsichern, der selber gar nicht so sicher ist, ob das jetzt gerade wirklich das Richtige ist, was er macht, oder der sich eigentlich sicher ist im Herzen, dass es das nicht ist. Ne? Aber wenn du dir sicher bist, dann können auch einfach die Leute im Außen das sagen, was sie sagen wollen. Und Ja. dann kommt es gar nicht mehr so tief an. Ne? Genau. War das, was du gerade beschrieben hast, auch der Moment, wo du gespürt hast, okay, das ist irgendwie nicht nur was Wichtiges für mich, meinem Herzen zu folgen, sondern das ist auch wirklich mein Herzenswunsch, genau darin andere Menschen zu begleiten? Oder war das nochmal ein anderer Moment? Ich glaube, der kam dann später erst. Also da war ich noch voll in meinem Prozess. Ja. Voll auch ganz viel Kraft ja gekostet. Also auf jeden Fall mindestens ein Jahr. Das war ja nicht so von jetzt, also sowas bei mir, nicht jetzt auf gleich, dass ich mich viel besser auch gespürt habe wieder. Das habe ich ja vorher kaum. Also in den Jahren habe ich halt mehr funktioniert und hatte Zugang zu meinem Herzen, zu meinem Körpergefühl auch weniger. Und war eben eher aus dieser Geschichte, ich muss funktionieren, leisten, ich muss mich anstrengen. Das ist alles ein bisschen mehr im Überlebensmodus. Und also wollte natürlich auch gerne, dass es harmonisch ist, dass ich auch für meine Kinder da bin, ne, auch nährend bin, sein kann für andere, aber habe dabei quasi am Ende mich ganz oder immer ganz hinten angestellt, mit aus diesem alten Glaubenssatz wahrscheinlich heraus, ja, ich muss für andere da sein und ich das Bescheidensein hat auch irgendwie was Gutes und auch diese Angst, dass ich dadurch, wenn ich jetzt mir wirklich mehr Zeit für mich nehme oder Aufmerksamkeit, dann, dass ich egoistisch sein könnte. Und das wollte ich gar nicht. Also da hatte ich diesen Glaubenssatz von, nee, egoistisch ist gar nicht. Das möchte ich nicht. Und ja, und so habe ich das jahrelang unterdrückt und kaum gespürt. Und erst dann nach und nach diesen Moment, wo ich gemerkt habe, nee, ich möchte nicht heiraten, weil ich das nicht mit ganzem Herzen machen kann, kam ich überhaupt erstmal Schicht für Schicht daran, was ich überhaupt selber fühle. Und das hat ja Monate gedauert. Und am Ende ist es immer noch ein Prozess, bis heute auch, dass ich das immer feiner wahrnehmen kann, zum Teil immer schneller auch, was wirklich meine Meinung ist. Und manchmal ist es auch der Mut, mir zu sagen, ich weiß es gerade nicht. Also jetzt gerade weiß ich es nicht. So, und mir dann den Raum zu geben, okay, ich muss jetzt noch nicht sofort irgendwie dem anderen antworten oder irgendeine Position beziehen, weil ich merke, es ist noch nicht reif in mir. Und mir das wirklich zu erlauben mit Liebe, ohne Druck und mir dann zu sagen, okay, cool, wirklich zu vertrauen, es wird dann kommen, wenn es reif ist. Also, und das ist das Schöne, dass ich das mehr und mehr jetzt für mich erkenne und damit zusammenhängend auch dann für mich erkannt habe, was möchte ich denn auch zum Beispiel beruflich, wie möchte ich mich ausdrücken, nicht nur im Privaten, sondern auch beruflich. Und habe dann gemerkt, dass mich die Tätigkeit in der Schule als Sport- und Englischlehrerin und auch Glückslehrerin zu sein, bis zum gewissen Grad befriedigt, aber ich dort irgendwie die Strukturen mich auch einengen, indem dass ich mehr inhaltlich eigentlich lehren und richten muss, als irgendwie das Menschsein so dem Raum zu geben, was ich viel lieber machen möchte. Und dann kam ich dazu, dass ich inspiriert auch durch Online-Angebote wirklich zu schauen, was würde ich denn gerne selber machen, wenn ich mal träumen darf, wenn alles möglich ist, was würde ich beruflich gerne machen, was interessiert mich und bin dann da auf die Reise gegangen, bis ich irgendwann das jetzt mehr und mehr formiert, was ich wirklich
machen möchte, mit Menschen zu arbeiten, die wirklich diesen tiefen Wunsch also verspüren und sich Unterstützung zu suchen, auch auf ihrem Weg zu ihrem Herzen hin und mehr wirklich aus dem Inneren herauszuleben mit Freude und bewusst. Und ja, mit all den Schatten- und Lichtseiten, die dann natürlich dazugehören. Genau. Ja, voll schön. Und das ist, finde ich, auch so das Einzige, was irgendwie integer ist, ne? Also wenn ein Mensch irgendwie gerade erst selber seine Reise angefangen hat und dann direkt sagt, irgendwie ich begleite andere, dann kann da auch meistens noch nicht so viel dahinter sein. Das heißt, es ist ja voll schön dann einfach, dass du dich erstmal selber wirklich ganz neu ausgerichtet, ganz zentriert hast, wirklich auf dein Herz und dann irgendwann, was ich so wahrnehme, ist halt bei vielen Menschen so, ne, dass sie irgendwann spüren, okay, so einen ganz normalen Job, wo ich irgendwie so Strukturen habe von außen und irgendwie dieses oder jenige muss, was einfach niemals mit meinem Herzen stimmig sein kann. Ne? Vielleicht ist es irgendwie alltagsstimmig, um 7 Uhr aufzustehen, aber am nächsten ist es halt nicht stimmig. Und vielleicht ist es alltagsstimmig, 8 Stunden zu arbeiten, aber am nächsten ist es nur stimmig, 2 Stunden zu arbeiten. Und es geht natürlich nicht, wenn du in irgendeiner Firma angestellt bist. Von daher finde ich das auch super schön und mutig, dann diesen Schritt und diesen Weg zu gehen. Voll schön. Ja. Was würdest du sagen, ist so bei der Begleitung, es gibt ja voll viele Coaches und das finde ich auch total gut. Ne? Manche Menschen finden auch irgendwie, es gibt zu viele, aber ich sehe das gar nicht so, weil es auch einfach ganz viele Menschen gibt, die gerade aufwachen und all diese Menschen brauchen Unterstützung. Ne? Jeder Mensch braucht Unterstützung. Wir müssen das auch alle nicht alleine machen. Und jeder Mensch ist ja auch einfach gleichzeitig immer Coach und Coachee. Ne? Wenn das jemand aus dem Blick, finde ich, verliert, dann ist es auch irgendwie ins Ungleichgewicht geraten, wie sehr man jetzt irgendwie gerade maskulin und wie sehr man im femininen Pol ist. Ne? Weil wir sind immer zu jeder Zeit beides. Und worauf wollte ich jetzt hinaus? Habe ich irgendwie den Faden verloren? Wie ich das sehe, wenn ich mit den Coaches. Genau, was würdest du sagen, ist so wirklich das, dein Kernthema, das, wo du sagst, das ist die Aufgabe meiner Seele, da wirklich irgendwie Seelenklienten, Klientinnen anzuziehen, die darin zu begleiten, weil Coaching ist ja einfach ein sehr weites Feld. Was würdest du sagen, ist wirklich dein ganz eigenes, Annas Kernthema? Okay, cool. Danke für die Frage, Malu. Sehr gerne. Wirklich das Spannende daran, indem ich oder ne, auch Coaches, wir alle etwas weitergeben an andere, lernen wir natürlich selber erstens immer währenddessen, aber auch schon auf dem Weg dahin. Also wir sind alle Lehrende und Lernende zur gleichen Ja. Zeit. Ne? Das finde ich sehr schön. Das ist einfach auch sehr wichtig, sich dessen bewusst zu sein. Es da kein besser oder schlechter gibt. Es gibt einfach nur verschiedene Punkte, an denen wir stehen und jeder hat eben seine eigene Geschichte und kann an verschiedenen Punkten anders unterstützen mit seinen Erfahrungen. Und was ich gerne, ja, wofür ich jetzt gehe, ist die Kernbotschaft, die ist eigentlich wirklich auch eben aus meiner Geschichte entstanden. Die ist mein Herz als innerer Kompass. Also wirklich zu mein Herz als Kompass, als Leitfaden, als wirklich das, worauf ich mich immer wieder besinne. Okay, ist das das, was ich wirklich möchte, das mir gut tut? Weil wenn es mir wirklich gut tut, also wirklich aus ganzem Herzen, ist es auch zum höchsten und besten Wohle aller anderen. Ne? Auch wenn das im Moment manchmal noch nicht so wirkt, aber wirklich im Kern ist es das, dieses Vertrauen und auch Gefühl, diese Erfahrung habe ich. Und deshalb ist es diese Verbindung zum eigenen Herzen und dann auch sozusagen der Wechsel, also eine bewusste Gestaltung meines Lebens, also diese innere Haltung zu entwickeln. Ich kann mein Leben wirklich in die Hand nehmen, die eigene Hand nehmen. Ich kann gestalten. Und ich bin wirklich Schöpfer meines Lebens, nicht Opfer, ja. Und diese innere Haltung zu entwickeln, immer wieder in allen Lebensbereichen zu üben, ist sozusagen von der inneren Haltung zum inneren Halt. Also wirklich da durch auch zu spüren, boah, das ist quasi das, worauf auch, ja, was mir mein Rückgrat verleiht, was mich aufrecht durchs Leben gehen lässt, integer sein lässt, authentisch, ein Stück weit wirklich auch dann halt unabhängig, aber trotzdem verbunden, also frei und verbunden und dass ich dadurch auch nach unten hin eben wirklich auch Stabilität, also wie Wurzeln mir wachsen, dass ich habe meinen inneren Halt gefunden. Es hängt jetzt nicht davon ab, ob die Sonne scheint oder ob es regnet, ob gerade Lockdown ist oder nicht, ob jemand gerade
mir ein Kompliment gemacht hat oder mich scharf kritisiert hat. Ich habe quasi diesen inneren Halt zu jeder Tages- und Nachtzeit, ist immer da und ich kann mich immer darauf besinnen und habe diesen Zugang dahin, eben indem ich mich verbinde mit meinem inneren Herzen. Ja, voll. Ja, als eine Technik, die ich jetzt gerade natürlich ganz frisch war. Ich habe gestern mein Ausbildungsmodul zum Theta Healing Instructor, also wirklich zu einem, der das jetzt auch wirklich lehren darf und auch kann, Theta Healing, diese Technik für mich als Fokus wirklich gefunden über diese Technik, die ja quasi eine Art Meditationstechnik ist oder halt indem ich mich verbinde, über diese Theta-Wellen einfach tiefer zu gehen, ein Stück eher wirklich energetisch zu arbeiten und zu schauen, was können wir vielleicht an Glaubenssätzen, die noch irgendwie hinderlich sind, verändern zum Positiven und was ist es auch manchmal einfach, wo auch im Körper Heilung geschehen darf. Und das ist mega spannend für mich und damit möchte ich gerne jetzt weiter rausgehen und für Menschen, ja, Begleitung sein, die möchten und reif dafür sind. Ja, so schön. Ich finde das auch so wichtig, was du gerade gesagt hast, ne, dass du im Vertrauen bist, dass wenn was für dich das Richtige ist, also nicht aus deinem Ego heraus, sondern wirklich aus dem Herzen heraus das Richtige für dich, dass es dann auch zum höchsten und besten Wohle aller ist, ne? Und das ist ja eigentlich so dieses gedrehte Gefühl von, was du vorhin gesagt hast, dass du früher das Gefühl hattest, wenn du was für dich machst, dann ist es egoistisch. Und das ist halt irgendwie so ein unwahrer Scheiß, der so in der Gesellschaft als Allgemeinwissen kursiert, aber das einfach, was einfach überhaupt nicht stimmt, ne? Und das hatte ich vorhin auch nochmal so als, dass es einfach ist sehr oft so, dass du was ausmachst und dann merkst du irgendwie, vielleicht mit einer Freundin, dann merkst du irgendwie, ah, das ist jetzt doch nicht mehr stimmig. Und was total oft so ist, irgendwie, oder was total viele von früher kennen, ist, dass man sich dann aber nicht traut, das abzusagen, weil man denkt, ah, ich darf jetzt nicht absagen und was ist, wenn die andere Person das persönlich nimmt und ich muss es jetzt irgendwie durchziehen und sitze dann da vielleicht und denke mir so, oh, ich wäre einfach so gerne allein, ich würde einfach so gerne baden, meditieren, schlafen, whatever, aber ich brauche einfach eigentlich meine Ich-Zeit, ne? Und dann wirklich die Erfahrung zu machen, wenn ich das der anderen Person sage, so 99% der Fälle ist es so in Alignment, dass die andere Person sagt so, oh, eigentlich brauche ich halt auch die Zeit für mich, aber ich habe mich nicht getraut, es zu sagen. Und in 1% der Fälle ist es vielleicht so, dass es irgendeinen Film triggert bei der anderen Person. Aber dann ist es trotzdem zu ihrem Höchsten und Besten, weil sie dann vielleicht ein Thema damit hat, sich schnell abgelehnt zu fühlen, irgendwas persönlich zu nehmen, was auch immer, und es dann gut für sie ist, dass das angestoßen wird. Ne? Das kam mir gerade irgendwie so als Verbindung, dass es ein schönes Beispiel dafür ist, dass es wirklich, wenn es aus deinem Herzen herauskommt, wenn du spürst, dass es für dich das Richtige, dann ist es auch einfach auf einer höheren Ebene wirklich das Beste für alle. Ne? Und das ist, finde ich, so eine schöne Erkenntnis, die auch total befreit von irgendeinem, oh, ich müsste jetzt dieses oder jenes, oder wenn ich für meins gehe, dann nehme ich damit irgendwie jemand anderem was weg, oder dann ist es für irgendwen anders schlechter, weil es stimmt einfach nicht, das stimmt nicht. Ja, das ist so schön. Also das simple Beispiel wirklich mit dem sich verabreden, ja. Und Ja. sobald wir uns das also selber zutrauen, ein, zwei, dreimal vielleicht daraus, also wirklich dann zu sagen, wenn wir das Gefühl haben, es passt jetzt irgendwie doch nicht, das wirklich dem zu folgen und dem anderen das zu sagen, du, ich fühle mich gerade nicht so, ich lass uns gerne später treffen. Also wirklich ganz ehrlich zu sein dort auch, wenn wir diese Erfahrung machen, dass der andere dann auch sich ein Stück weit dafür öffnet und ne, dass unsere Angst sich nicht erfüllt, dass der andere irgendwie total das mega persönlich nimmt oder uns irgendwie dann keinen Kontakt mehr haben will im schlimmsten Falle oder Ja. irgendwie beleidigt sogar. Dass, wenn wir so eine positive Referenzerfahrung, sag ich mal, im Alltag immer wieder sammeln können, dann bestärkt uns das halt immer mehr. Deshalb wirklich dürfen wir einfach da mutig sein, über so eine Hemmschwelle immer wieder mal drüber zu steigen, zu springen und Ja. Erfahrungen wirklich selber machen. Und die sind ja dann eben nachhaltig. Also wenn das jemand anderes sagt und ich aber selber die Erfahrung noch nicht gemacht habe, dass es auch okay sein kann für den anderen, wenn ich jetzt kurzfristig absage und dass es gar nicht so schlimm ist, dann kann ich das manchmal, ist es viel schwieriger, das auch umzusetzen in meinem Leben oder wirklich das zu fühlen und daran zu glauben, dass es wirklich okay ist.
Ja, voll. Die Transformation geschieht halt wirklich über die Erfahrung, ne? Also, dass wir es wirklich nicht nur im Kopf so, ah ja, theoretisch weiß ich das, sondern dass ich wirklich fühle, es ist anders, als ich dachte. Und es darf sich jetzt wirklich, so dieses alte Zeug, das darf jetzt wirklich rausgehen aus den Zellen. Ja. Schön. Gibt es noch irgendwas, was du gerne sagen würdest, Anna? Ich glaube, ich möchte gerne noch teilen, dass ich das sehr wertvoll finde, auch wieder aus eigener Erfahrung jetzt, vor allen Dingen im letzten Jahr, wirklich über die Ausbildung Human Star von Veit Lindau, wo ja auch viele in der Interviewreihe da interviewt wurden, andere Menschen jetzt, wie wichtig es ist für uns Menschen und also denke ich für die meisten zumindest, dass wir Menschen. Und wenn es nur ein, zwei sind, aber irgendwie an unserer Seite haben, die uns irgendwie wirklich als die, die wir sind, fühlen und nachfühlen und uns unterstützen. Auch das heißt nicht immer, dass die uns immer komplett verstehen oder auch nicht, natürlich müssen die auch nicht immer, geht auch gar nicht, dieselbe Meinung haben, aber dass es einfach wirklich so wertvoll ist, ob das vielleicht sogar eine kleine Gruppe ist oder einzelne Menschen, die für uns da sind. Also das kann ich wirklich aus meiner Geschichte sagen. Das hat mir einfach immensen Halt gegeben, dass ich seitdem ich 13 bin, meine beste Freundin habe und die einfach mit allen Auf und Abs quasi mitgegangen ist und dass auch zum Beispiel in der Familie meine Mutter immer da war für mich. Und das ist einfach, das ist so resilienzstärkend und das lässt uns wirklich Krisen in der Tiefe mega, also viel, viel leichter überstehen. Weniger uns in der Tiefe wirklich erschüttern. Und das möchte ich, glaube ich, teilen, dass es wirklich sich so mega lohnt, Menschen zu finden im eigenen Leben, die einen begleiten, ne, das muss nicht heißen, dass man sich irgendwie so oft sieht oder dauernd hört, aber dass man im Herzen einfach da Menschen hat, die einem wirklich nah sind. Und wenn man sie braucht, da sind für einen, ja, so gut sie eben können. Also das, und das macht uns, glaube ich, auch wirklich zu Menschen, weil wir das wirklich, das Soziale eben dazugehört und aber auch das Emotionale ja am Ende ja auch. Ja. Und das würde ich gerne teilen. Also alle, ja, so wichtig, gerade jetzt auch zu Corona, wenn es darum geht, viel, ne, Distanz und so, aber was bleibt, ist wirklich das Verbundenheit, diese tiefe Verbundenheit mit mir selber und mit meinen Mitmenschen, dann am Ende. Und auch dadurch mit der Natur. Und dann ist es, dass diese Einsamkeit gar nicht so, was vielleicht viele ja wahrnehmen, wie es mir auch ging, manchmal sogar auch noch geht, das ist so auch ein Stück weit Illusion ist, weil wir sind alle miteinander verbunden. Genau. Ja, schön gesagt. Ja, danke für das Interview. Danke für deine Genau. Offenheit, danke für deine Geschichte, auch in dieser Tiefe. Total schön. Ja, voll. Vielen Dank, Malu. Du hast es klasse gemacht. Ich danke dir und habe mich wohlgefühlt mit dir und sicher. Und vielen Dank. Ich bin sehr dankbar auch Schön. nochmal für all das Teilen hier der ganzen Stories of Transformation und freue mich auf alles, was kommt. Ja, In diesem voll Sinne. schön. Danke, Malu. Danke euch allen fürs Zuschauen. Alles Liebe und bis bald. Bis bald. Tschüss.